Kosmologische Maat, Fortsetzung NASA, Astronomie, Erde, Zauberformeln, Traumfahrt und verbundene Themen. Pausieren ist eine Grundvoraussetzung für dieses Kapitel. Kapitel 9b, Extended, erweiterte Fassung. Grundvoraussetzung, um dem Informationsgehalt, vor allem den Zusammenhängen in Kapitel 9b Extended richtig folgen zu können, sind Kapitel 1 bis 9a. Meine vorab veröffentlichte PDF-Version, Kapitel 9b, aus meinem Telegram-Kanal hat nicht mehr viel gemeinsam mit Kapitel 9b Extended. Um es in einem Satz auszudrücken, der ursprüngliche Informationsgehalt war ungenügend. Ich habe mich eifrig bemüht, die Welt weder zu belachen, noch zu beweinen, noch zu verabscheuen, sondern sie zu begreifen. Vorwort: Etwas Allgemeinverständnis zum Warmwerden. Die kognitive Dissonanz ist, das wissentliche Festhalten an Glaubenssätzen, Annahmen oder Ansichten, die auf logisch-rationaler Ebene widerlegt sind. Man befindet sich kognitiv im Zwiespalt. Der Mensch befindet sich im Ungleichgewicht. Die moralische Dissonanz ist, das wissentliche Festhalten an Glaubenssätzen, Annahmen oder Ansichten, die auf moralisch-empathischer Ebene widerlegt sind. Man befindet sich empathisch im Zwiespalt. In der sozialen Empathie ist die Gruppendynamik entscheidend, die Gemeinschaft. Wir können unser Unrecht nicht zugeben und wenn wir damit konfrontiert werden, führt dies dazu, dass wir das Unrecht noch mehr akzeptieren. Neue Informationen werden durch den Backfire-Effekt, das ist ein Abwehr- und Verteidigungsmechanismus, verworfen und der falsche Glaube wird manifestiert. Wenn du dir zuvor noch keine Gedanken darüber gemacht hast, wie du Daten, Informationen oder Medien in dir selbst verarbeitest, wie sie möglicherweise unbewusst falsch verarbeitet werden, dann ist dir auch nicht bewusst, dass sich aus diesen Informationen möglicherweise falsche Schlussfolgerungen ergeben. Ausführliches in den Links. Zitat: Wer die Erkenntnis der Wahrheit nicht sucht, der wird die Wirklichkeit des Seins nicht finden. Er wird nie erwachsen und selbstständig werden. Er wird nicht wissen, was richtig ist, und er wird in Krisenzeiten keine Antworten haben zur Lösung seiner Lebensprobleme. Er wird immer den Aussagen von Autoritäten Glauben schenken müssen. Denn ein Mensch handelt nach seinem Geld, Gedanken. Sind diese chaotisch oder wurden manipuliert, so ist sein Tun, die Mehrheit, chaotisch und im Sinne des Manipulators. Sind die Gedanken frei, geordnet und positiv, so sind seine Taten entsprechend und spiegeln seine Weltanschauung wider. Haben viele Menschen aufgrund der gleichen Weltanschauung bzw. Manipulation die gleichen fehlerhaften Leitbilder, entsteht der sogenannte Zeitgeist. Wie wir aus Erfahrung wissen, bestimmt dieser das Denken und Handeln bzw. Fehlverhalten der Mehrheit der Menschen. Zitat Ende. Diese Tatsache bringt uns in die Gegenwart und zur richtigen Frage, welche du nunmehr nach den aufwendigen Kapiteln 1 bis 9a selbst beantworten kannst. Entspricht das mehrheitliche Handeln und Denken dem Sinn des Zeitgeistes oder, wie sie sagen, the new normal, the one world, der Richtigkeit? Die richtige Erkenntnis dessen, was wirklich ist, ist also sehr bedeutend. Denn die erkannte Wahrheit oder die falsche Deutung der Wirklichkeit wird uns Menschen zum Schicksal. Zitat: Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Freimaurer William Shakespeare.
Bevor es losgeht, erkläre ich dir kurz, was es mit der Forced Compliance Theorie auf sich hat. Wichtige Worte, denn du wirst im weiteren Verlauf bemerken, dass diese Zeilen auf das vollständige Kapitel Das gegenwärtige System im Allgemeinen, allem voran auf die Sonnenpriester des Ra, auch Autorität genannt, ihr primitives Vorgehen und ihre primitiven Strategien zutreffen. Die Forced Compliance Theorie, erzwungene Fügsamkeit, ist die Idee, dass eine Autorität oder eine andere wahrgenommene höherrangige Person eine Person mit niedrigerem Rang zwingen kann, Aussagen zu machen oder Handlungen vorzunehmen, die gegen ihr besseres Urteilsvermögen verstoßen, auch Arbeit genannt. Es konzentriert sich auf das Ziel, die Einstellung eines Individuums durch Überzeugung und Autorität zu ändern. Mehr im Link. Astronomen geben an, sie könnten Entfernungen über Milliarden Kilometer oder sogar Lichtjahre messen bzw. schätzen. Angeblich können sie sogar Eigenschaften wie Masse, Größen, Dichte, Beschaffenheit, Wasservorkommen, Atmosphären, aus was sie bestehen, ja sogar das Alter aufgrund optischer Lichtbeobachtungen bestimmen. Forscher, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben gleich 7 Planeten entdeckt, die der Erde erstaunlich ähnlich sind. Sie kreisen um einen Zwergstern mit dem Namen TRAPPIST 1. Auf einigen von ihnen könnte es womöglich Wasser geben. Das Sternsystem übrigens knapp 40 Lichtjahre von der Erde entfernt, nach astronomischen Maßstäben, also quasi gleich um die Ecke. Und falls es irgendwo außerirdisches Leben geben sollte, so die Wissenschaftler, dann müsste man eigentlich dort mit der Suche beginnen. Hochinteressante Geschichte, ja, 7 erdähnliche Planeten. Bernhard Markowiak ist bei mir, er ist seines Zeichens Astronom. Warum sollte man unbedingt dort beginnen zu suchen? Damit guten Morgen bei N24. Kommentar zum Video. Frage: Hast du schon mal so viel niveaulosen Unsinn in nur 30 Sekunden gehört? Mehr als ein bezeichnendes Paradebeispiel für den Zeitgeist der Mind-Control-Medien und Meinungsmacher. Die beiden witzigen Fernsehakteure würde ich nur zu gerne in einem echten Live-Fernsehinterview mit den richtigen Fragen bloßstellen. Ich werde die hervorgehobenen Punkte zum jetzigen Zeitpunkt nicht erläutern. Mit dem Videoverlauf wird sich dieser Blödsinn ein für allemal von selbst erklären. Später kannst du über derartige Behauptungen und lustige Fernsehsendungen nur noch schmunzeln. Auch weswegen wir abermals einzig und allein fantastische Computeranimationen vorgeführt bekommen, wird ebenfalls beantwortet werden. Deine liebgewonnenen Fernsehmoderatoren und Superexperten behaupten anhand kunterbunter NASA-CGI-Animationen, wie viele ihrer Kollegen, allerlei fantastische Geschichten. Obwohl niemals jemand irgendeinen fernen Planeten betreten hat, was eine Grundvoraussetzung ist, um exakte Messungen, nicht Schätzungen und nicht Lichtbeobachtungen oder vergleichbares Fantasiedenken, auf deren Grundlage solche Behauptungen veröffentlicht werden. Obendrein wollen sie das Alter der Planeten oder Galaxien anhand optischer Licht- und Helligkeitsbeobachtungen, heißt Schätzungen und Vermutungen, feststellen können. Um diese Theorien zu bekräftigen, werden oft Wärmebildteleskope oder Röntgenteleskope als vermeintliches Beweismittel verwendet, weil man damit viel mehr sieht, oder? So die offizielle Erklärung. Wenn es kompliziert und bunt ist, muss es ja richtig sein, nicht wahr? Satelliten können selbst mit Infrarotteleskopen keine Planeteneigenschaften messen, ohne auf dem Planeten positioniert zu sein und vor Ort Proben zu nehmen. Es ist unmöglich, Signale zur Erde zu senden, ohne ein existierendes Medium im leeren Weltraum. Das wäre so, als wenn wir aus Millionen oder Milliarden Kilometer Entfernung aus betrachtet oder im Vorbeiflug an unserer Erde, wenn es denn möglich wäre, die vollständige Beschaffenheit und alle damit verbundenen Gase und Lebensformen aufgrund optischer Beobachtungen aus abertausenden Kilometern, ja Lichtjahren Entfernung schlussfolgern könnten. Noch einfacher ausgedrückt, ein Blick auf die Oberfläche eines Ozeans und sie könnten daraus die Artenvielfalt, Temperaturen oder Eigenschaften berechnen oder schätzen. Ja, sogar den Erdkern oder Temperaturen im Inneren ferner Planeten wollen sie uns anhand Annahmen optischer Beobachtungen und Vermutungen erklären. Schon an diesem Punkt wird scheinbares Wissen bzw. Unwissenheit durch Annahmen, Theorien, Spekulationen und Formelzauberei zur Glaubensfrage.
Ebenso der physikalisch unmögliche Antrieb, Fortbewegung im Weltraum allgemein. Ohne nennenswerten Widerstand ist keine Steuerung und keinerlei Kommunikation im Weltall möglich. Und weil es nur in der Vorstellung von NASA-Computeranimationen existiert, damit es in deiner Vorstellungskraft existiert, handelt es sich also nicht um Wissenschaft, sondern um Glaubenslehren, ein Wissenschaftsparadigma. Tatsächlich könnte man auch sagen, die vollständige Astronomie gleicht einem Religionsunterricht. Vielleicht mal an die Mars Rover denken, ob dies irgendetwas mit der Realität zu tun hat. Dazu im weiteren Verlauf mehr. Wissenschaftsparadigma. Ergänzend, was das Wort Wissenschaft im Wesentlichen bedeutet, eine heute gebräuchliche Lehrbuchdefinition. Ein Wissenschaftsparadigma ist ein einigermaßen zusammenhängendes, von vielen Wissenschaftlern geteiltes Bündel aus theoretischen Leitsätzen, Fragestellungen und Methoden, das längere historische Perioden in der Entwicklung einer Wissenschaft überdauert. Dieser Versuch einer sogenannten Wissenschaft, also einer Theorie, wird im folgenden Widerspruch zum Einstieg deutlich. Nach dem Gravitationsgesetz, Anziehungsgesetz, müsste jedes Bröckchen Erdmaterie das andere anziehen und von jedem anderen angezogen werden. Rechnet man sich aber den Fall durch, so erhält man das überraschende Ergebnis, dass sich die Gravitationskräfte in der Erde einfach aufheben müssten und die Erde überhaupt keine nach außen wirkende Gravitation, also keine Schwerkraft, besitzen dürfte. Kurz gesagt, wenn sie nach innen zum Erdkern wirkt, kann sie keine Wirkung nach außen besitzen. Da nun jedoch andererseits der berühmte Apfel offensichtlich zur Erde fällt, behauptet die Astronomie, die Erde stelle eine Ausnahme dar. Bei der Erde ziehe wohl die innere Masse die äußere an, nicht aber die äußere Masse die innere. Der große Brockhaus 1934 sagt, auf einen Punkt innerhalb der Erde wirkt die diesen Punkt umschließend äußere Schale nicht, sondern nur der innere Erdkern, woraus folgt, dass innerhalb der Erde die anziehende Wirkung proportional der Entfernung zum Mittelpunkt ist. Zudem, Trägheit und Gravitation sind im letzten Grunde ein und dasselbe. Das ist ein Widerspruch. Denn wenn mit der umschließenden Schale die Anziehungskraft, also die Gravitation, endet, kann die Erde den Mond nicht in seiner Umlaufbahn halten. Denn Gravitation ist allein die Massenanziehung, nicht aber von deren Art oder Bewegung. Diese Information steht zudem im Widerspruch mit folgender Aussage. Eine Ortsunabhängigkeit, die durch die Richtung der Fallbeschleunigung betrifft, hängt mit der Zentrifugalwirkung, die durch die Erdrotation hervorgerufen wird, mit der Höhe des Standortes und mit lokalen Schwereanomalien zusammen. Dementsprechend ist die Gewichtskraft im Schwerefeld der Erde nicht nur eine reine Gravitationskraft im Sinne des Gravitationsgesetzes. Bedeutet, die Zentrifugalkraft hat durchaus Einfluss auf die Gravitation. Zitat: Sowohl die Gravitation als auch die Massen der Sonne und Planeten bestehen nicht in Wirklichkeit, sondern nur im Denken der Kopernikaner. Sie sind Folgerungen aus der Messung von Entfernungen und der Größen. Zitat Ende. Es ist interessant, dass Sie von der Fallbeschleunigung sprechen, welche durch die Zentrifugalkraft beeinflusst wird. Denn würde sich die Erde tatsächlich mit rund 1666 Kilometer in Eigenrotation befinden, muss unweigerlich am Äquator ein enormer Unterschied der Fliehkraft herrschen. Zum direkten Vergleich dürfte es an den Polen keine Fliehkraft geben. Schon mit dieser Tatsache ist die sogenannte Erdrotation im Wesentlichen widerlegt. Darauf geht man in solchen Zeilen bewusst nicht ein oder vermeidet eine Erklärung der Widersprüche, weil sie nicht in Einklang mit einer drehenden Highspeed-Kugel oder vielen weiteren Zauberformeln zu bringen ist. Die Rotationskräfte, also die unterschiedlichen Rotationskräfte vom Standort Äquator oder an den Polen, müssen messbar bzw. überprüfbar sein. Existiert diese Rotationskraft, also Fliehkraft, nicht, ist diese unsichtbare Kraft auch mit modernsten Mitteln nicht messbar, dreht sich die Erde nicht.
Eine Drehung, welche keine Fliehkraft besitzt, ist eine Unmöglichkeit. Nicht überprüfbar, nicht messbar, nicht zu beweisen, existiert nicht mal in Gedanken. So etwas gibt es nur in Zauberformeln. Demnach existiert eine Rotation überhaupt nicht. Dann ruht die Erde. Kein Mensch, der noch bei klarem Gedanken ist, wird guten Gewissens behaupten können, je etwas von einer Drehung der Erde um ihre eigene Achse oder die aberwitzigen Geschwindigkeiten, Fliehkräfte gemessen, gespürt, bewiesen, geschweige denn gesehen zu haben. Wenn die Erde eine so gewaltige Eigengravitation besitzen soll, die sogar die Kräfte der Fliehkraft außer Kraft setzen, wieso existieren nur wenige Kilometer von der Erde entfernt, Höhe, keine Anziehungskräfte mehr? Also Tonnen schwere Wolken bis hin zur Schwerelosigkeit. Und trotz aller Widrigkeiten hält die Erde den riesigen, angeblich so weit entfernten Mond in einer perfekten Umlaufbahn, welche wieder auf die Eigenbewegung, Masse oder die sogenannte Anziehungskraft zurückzuführen scheint. Schon hier widerspricht sich das Gravitationsgesetz ein weiteres Mal, gefolgt von E gleich mc² und der unbewiesenen Massenformel Anziehung-Zaubertricks, da sich in diesem Zustand der Anziehung alles im freien Fall befinden soll. Geschwindigkeit und Fliehkräfte, welche von einer Drehbewegung stammen, wirken immer abstoßend und nicht anziehend. Karussell zur Verdeutlichung. Die Sogkraft, welche eine Anziehung ermöglichen könnte, setzt einen Widerstand durch Luft, Gase oder eine dichte Masse wie Wasser voraus. Dazu gedichtet wird die Geschwindigkeit, mit der sich die Erde oder Mond bewegen sollen und in perfekt harmonisierenden Abständen, Mondentfernung offiziell 384.400 Kilometer, oder synchronen Geschwindigkeiten. Und dies soll sich seit Abermillionen von Jahren unverändert im Gleichschritt bewegen. Eine Veränderung des Mondes, sei es seine der Erde zugeneigte Seite, sein Abstand oder seine angebliche Eigendrehung, konnte von keinem Menschen beobachtet werden. Der freie Fall hebt sich in diesem Zustand perfekt auf, so die offizielle Erklärung. Es passt aber auch immer alles perfekt zusammen, nicht wahr? Nein, aber so zaubern sie ihre Formeln zusammen, bis alles mathematisch genau nachzurechnen ist. Wenn etwas nicht passt, wird einfach eine neue, alles und nichts erklärende Theorie dazu gedichtet. In diesem speziellen Fall die unbewiesene Massenanziehung, Gravitation, im Weltraum. Mit der Realität hat all dies überhaupt nichts zu tun. Das bedeutet, die Rechnung geht zwar im Formelzauber auf, jedoch in der Realität existiert so etwas nicht. Das Wort Anziehungskraft, bestehend aus Anziehung und Kraft, eine Kraft, die zu sich herzieht, ist auf Planeten bezogen. Ein weiterer Widerspruch. Denn wirkt eine Anziehungskraft, kann sie den Mond nicht in einem perfekten Abstand in einer Umlaufbahn halten. Im Falle einer Anziehung müsste der Mond permanent angezogen werden, wie das Wort schon sagt, denn die Anziehung oder Gravitation, wie sie es nennen, wird am fallenden Apfel sehr deutlich. Schwerkraft. Gäbe es eine Anziehungskraft, welche auf den Mond einwirken würde, wäre der Mond längst mit der Erde zusammengestoßen. Da sie aber die Eigenmasse, Massenanziehung und mathematische Zauberformeln wie E gleich mc² mit an Bord nehmen müssen, um weitere unerklärliche Formeln zu erklären, muss man davon ausgehen, sobald auch nur der kleinste Meteorit auf dem Mond oder der Erde einschlägt, würde dieses das Gewicht, also die Eigenmasse, Schwere des Mondes und damit verbundene Eigenschaften wesentlich beeinflussen. Und sobald sich die Schwere auch nur geringfügig ändern würde, müssten diese Zauberkräfte entweder außer Kraft gesetzt werden oder entgegengesetzt wirken. Zumindest würden sich die zugrunde liegenden Eigenschaften ändern. Das bedeutet, die kleinste Veränderung der Eigenmasse auf der Erde, die theoretisch ständig ihre Masse, Zustand, Eigengewicht durch allerlei Naturereignisse verändert, würde jegliches sogenanntes perfektes Gleichgewicht, wie der perfekte Abstand und Masse des Mondes oder auch der Erde zur Sonne sowie die Raumkrümmung verändern, aufheben oder entgegengesetzt wirken. Spätestens der berühmte Asteroideneinschlag, der alles Leben der Dinosaurier ausgelöscht haben soll, hätte die Zustände, das Gleichgewicht und vor allem die Eigenschaften der Erde in unserem Sonnensystem vollständig verändert.
Dieses Phänomen bestätigen sie ja selbst, indem sie behaupten, wenn die Sonne an Masse zunimmt, bedeutet im Umkehrschluss, wenn die Erde, Mond oder andere Planeten an Masse zunehmen, würde laut ihren Theorien die Erde unweigerlich in die Sonne und so weiter stürzen. Demnach kann keine Anziehungskraft auf den Mond durch die Erde oder auf Millionen Kilometer weitere entfernte Planeten durch die Sonne einwirken. Es müsste Gleichgewichtskraft heißen, wenn solche Theorien wie Größen, Abstände und Formelzauber überhaupt der Wahrheit entsprechen würden. Denn weder die Erde noch die Sonne zieht keinen einzigen Planeten an sich heran, sondern laut ihren Theorien hält sie alle Planeten im Sonnensystem im perfekten Gleichgewicht in perfekten Abständen. Und daran hat sich auch seit Beginn der ersten astronomischen Beobachtungen in der Antike oder seit der Erdentstehung gemäß ihrer eigenen Theorien niemals etwas geändert, obgleich die Erde seit ihrer Entstehung aus Gasen sehr wohl ihre Masse oder Eigengewicht, demnach alle Zustände verändert haben muss. Zudem hätte sich die sogenannte Raumkrümmung aller Gasriesen und Planeten enorm verändert, dass sich dieses perfekt ausbalancierte Gleichgewicht demnach Abstände längst gegenseitig aufgehoben hätte. Dieses Beispiel lässt sich also auf alle weiteren Planeten und auch auf die Sonne selbst übertragen. Zitat: In gut 7 Milliarden Jahren nähert sich die Sonne dem Höhepunkt ihrer Entwicklung zum roten Riesen. Von der Erde aus gesehen, füllt sie nun gut die Hälfte des Himmels aus. Sie ist mehr als 2700 Mal heller und gut 250 Mal größer als vor Beginn ihres Wandels. Zitat Ende. Das bedeutet, sogenannte Gasriesen wie unter anderem die Sonne haben sich gemäß ihrer eigenen Aussagen und Theorien stets vergrößert, denn diese Eigenschaften, welche nur in mathematischen Formeln existieren, stehen abermals im Widerspruch zu weiteren zahlreichen Theorien rund um die Erde oder das Sonnensystem im Allgemeinen. Kopernikaner können diese Probleme nicht einmal unbefriedigend erklären. Zauberlehren und Widersprüche sind die Folge. Von einer über Milliarden Jahre konstanten Anziehungskraft, die auf Planeten einwirken soll, kann demzufolge gar keine Rede sein, weswegen sie ja zusätzlich ihre unbewiesene Erdrotation und die Masse, also einen Schwerezauber, heranziehen müssen. Wie bereits verdeutlicht, wegen der stets verändernden Zustände aller Planeten und Sonnen eine weitere physikalische Unmöglichkeit. Hilft das alles nichts mehr, kommt nur noch die schwarze Materie und weitere notwendige Erfindungen wie schwarze Löcher zum Einsatz, als weitere unerklärliche Erklärung, die eben wieder nichts erklärt. Wie ich schon sagte, und es wird sich noch oft bestätigen, sobald wir eine Theorie oder eine Säule des Systems, siehe Kapitel 9a, aus ihrem Kartenhaus entfernen, bricht unweigerlich alles in sich zusammen. Zitat: Auf der Erde bewirkt die Gravitation, Erdanziehungskraft, dass alle Körper nach unten, das heißt in Richtung Erdmittelpunkt fallen, sofern sie nicht durch andere Kräfte daran gehindert werden. Zitat Ende. Die anderen entgegengesetzten, perfekt ausbalancierten und sich nie verändernden Kräften im All, wie sie behaupten, sind demzufolge reine Annahmen und basieren auf unbewiesenen Formelzauber. Und die anderen Kräfte müssen sich allesamt nicht perfekt ausbalancieren, sondern hätten sich schon längst perfekt gegenseitig aufgehoben, was wiederum bedeuten würde, diese perfekte Harmonie und perfekter Ausgleich der gegenseitigen Kräfte in unserem Sonnensystem dürfen so, wie sie selbst behaupten, gar nicht existieren. Schwerelosigkeit bedeutet, die Zustände, in diesem Fall Gravitation plus Fliehkraft, heben sich einander auf. Und wenn sich die Zustände, Anziehung, schon im nahen Orbit, der sich gerade mal 500 Kilometer über unseren Köpfen befindet, aufheben, Schwerelosigkeit, können unmöglich Anziehungskräfte aufgrund einer unbewiesenen Erddrehung in einer Entfernung von 384.400 Kilometern auf den Mond wirken, schon gar nicht bei einer unbewiesenen Entfernung von 147,09 Millionen Kilometer der Sonne zur Erde. Auch dies wurde noch nie bewiesen oder existiert nur auf dem Papier. Soweit erstmal zum Einstieg und zur Verdeutlichung, was alles so auf den in sich selbst zerfallenden und widersprüchlichen Theorien sowie Zauberformeln basiert.
Wenn Masse eine Anziehungskraft besitzt, jedes Bröckchen das andere anzieht, wieso zieht eine schwere, massive Bowlingkugel nicht mal eine kleine, runde Erbse an? Selbst mit einer Drehbewegung wird sich die Erbse von 2 Gramm oder gleich welcher Masse dem Objekt der Bowlingkugel im luftleeren Raum nicht nähern oder im maßstabsgetreuen Abstand Erde, Mond oder Sonne, Erde niemals im Gleichschritt mit der Bowlingkugel anhand Zauberkräften ihre runden oder spiralförmigen Kreise mitdrehen. Und eine zweite Erbse, die vielleicht 2,2 Gramm besitzt, wird dann eine ganz andere Bahn, eine andere Entfernung und eine ganz andere Bewegung vollziehen? Richtig. Ja, selbst wenn die zweite Erbse 100-mal so weit entfernt ist wie die erste, wird sie noch immer fröhlich von der Bowlingkugel angezogen? Kopernikanisches Sonnensystem. Die Kraft nimmt mit der Entfernung ab, besitzt jedoch unbegrenzte Reichweite. Astronomische Zauberlehrlinge würden jetzt sofort mit Zauberformeln gegenargumentieren. Auch dazu im Verlauf mehr. Einfach mal über ein paar Punkte tiefgründig nachdenken. Solch vereinfachte Beispiele lassen sich natürlich um ein Vielfaches erweitern. Bei dem vereinfachten Beispiel mit einer Bowlingkugel sprechen wir über die besten physikalischen Verhältnisse und Voraussetzungen, wie sie auf der Erde herrschen. Dichte, Gase, Luft, Widerstand etc., welche in derartiger Dichte im Weltall überhaupt nicht existieren können. Ist ein solches Experiment nicht mal auf der Erde mit den besten Voraussetzungen im Vergleich zu den Bedingungen im Weltall durchführbar, nicht nachvollziehbar, Erde noch im Weltraum, eben nur in erfundenen, unbewiesenen Theorien und Glaubenslehren? Dann hat all dies Dann höre dir mal folgenden Satz an. Vielleicht wird es dann verständlich, was ihre Theorien und nicht Fakten erklären oder eben auch nichts erklären. Zitat: Gravitation äußert sich in der gegenseitigen Anziehung von Massen. Sie nimmt mit zunehmender Entfernung der Massen ab, besitzt aber unbegrenzte Reichweite. Also was jetzt? Nimmt die Kraft jetzt mit der Entfernung ab oder ist sie jetzt unbegrenzt? Ein Synonym, wie sie ihre Einsteinchen-Theorien erklären, beziehungsweise wie sie sich selbst widersprechen oder Erklärungen abgeben, die alles andere als eine tatsächliche Erklärung sind. Denn Widersprüche sind ja gewollt. So wird gezwungenermaßen alles richtig, was falsch ist, und was falsch ist, wird richtig. Zweideutigkeit hat in der Astronomie durchaus System. Nach dem Motto, such dir aus, die Kraft ist unbegrenzt, nimmt aber mit der Entfernung ab. Ein Vergleich wäre in etwa, wenn dir dein Autohändler sagt, dein leistungsstarkes Auto wird mit zunehmender Entfernung, je weiter du fährst, umso mehr Treibstoff verbrauchst du, unbegrenzte Reichweite erlangen, nur um den Irrwitz mal in aller Überdeutlichkeit transparent zu machen. Ja, dazu braucht es tatsächlich magische Zauberformeln, die auf alles und eben nichts anwendbar sind, weil sie sich selbst widersprechen müssen. Zirkelschlusstheorien. Mehr in den PDFs. Details zum Trägheitsgesetz, welches ebenfalls den geradlinigen Lichtstrahl voraussetzt, findest du in Innenweltkosmos bei Helmut Diehl 2003, unter Vorbehalt, da ich nicht jedem Satz zustimme. Zitat: Wissenschaft ist auch die Lehre vom Irrtum, denn sonst wäre Stillstand zu verzeichnen. Es herrscht nämlich fürwahr Stillstand, wenn du die Astronomie und ihre sogenannten Erfolge mal einer genauen Überprüfung unterziehst. Die Menschen haben viel gelernt, trotzdem gleicht dieses scheinbare Wissen einigen Tropfen in einem großen Ozean des Unbekannten. Die wissenschaftlichen Anschauungen sind andererseits dem Prinzip des Zeitgeistes unterworfen, zwangskanalisiert durch die von unseren geistigen Vordenkern im 19. Jahrhundert aufgestellten Dogmen und Theorien, deren Verletzung als Ketzerei galt. Ich füge noch hinzu und immer noch gilt. Entledigen wir uns dieser geistigen Fessel, können wir bessere Zukunftsperspektiven gewinnen. Zitat Ende. Zurück zur Erde. Trotz aller Widrigkeiten, welche im weiteren Verlauf noch offenkundig werden, scheinen sie weitaus mehr sogenanntes Wissen, also Theorien, Annahmen oder Gesetze über weit entfernte Planeten, Galaxien oder den scheinbar endlosen Weltraum zu besitzen, als das, was sie vorgeben, über unsere Heimat Erde zu wissen.
Welche Erkenntnis besitzen wir also über unsere Erde selbst? Was geben Wissenschaftler, Mathematiker, IHS-Glaubensprediger oder lustige und gut bezahlte Schauspieler wie Neil deGrasse Tyson, Physiker, auch sogenannte Medienexperten, vor zu wissen? Bei einer solch enormen Beobachtungsgabe und Traumdeutung, ich meine Forschungen von fernsten Planeten, Sonnen, schwarzen, unbewiesenen Löchern oder sogar ganzen Galaxien und Spiralnebel und so weiter, sollte man doch denken, die Erde selbst sei demnach längst gründlich erforscht. Oder wieso hat heutzutage niemand mehr ernsthaft Interesse an der Erde? Denn alles dreht sich ja nur noch um den endlosen Kosmos oder um das Besiedeln ferner Planeten. All ihre Thesen entsprechen der Richtigkeit? Alles erforscht? Alles erklärbar? An Aussagen von unzähligen Experten kann es also keinen Zweifel geben. Oder? Wie schon in Kapitel 9a aufgezeigt, sind weder Blitze ausreichend erforscht, noch sind die tiefsten Tiefen der Erde erforscht worden, noch können sie die Mondtäuschung zufriedenstellend erklären und vieles mehr. Und all dies trotz permanenten Aufenthaltes auf der Erde oder eben im Mondstudio. Ja, sie können nicht mal eine befriedigende Erklärung abgeben, was die Lehre im Weltall tatsächlich ist. Und dies trotz permanenten Aufenthaltes im Weltraum. Aber eines nach dem anderen. Was ist unsere Erde? Was wissen wir tatsächlich über unsere Erde? Was sind Theorien und was sind Fakten? Was ist Glaube und was ist echte Wissenschaft? Was ist eine Täuschung oder was versteht man unter Illusion? Was sind nachvollziehbare Tatsachen? Was sind offensichtliche und zielgesetzte Lügen? Der Erdkern. Die Kola-Bohrung von 1989 auf der russischen Halbinsel Kola ist das tiefste jemals erreichte Bohrloch und erreichte eine Tiefe von 12.262 Metern. In dieser Tiefe wurden 180 bis über 200 Grad Celsius im Teufenbereich unterhalb von 11.000 Meter gemessen. Der Erdkern liegt angeblich in rund 6.000 Kilometer Tiefe. Diese Zahlen bedeuten: gerade mal 0,2% sind sie ins Erdinnere, also in die Erdkruste eingedrungen. Zahlenspielereien, also Hochrechnungen, der daraus resultierenden unmöglichen Temperaturen kannst du dir selbst ausrechnen. Sogenannte Wissenschaftler wollen uns etwas über sogenannte Messungen oder Beobachtungen von scheinbar Milliarden Lichtjahren entfernter Galaxien und Sterne lehren, aufgrund optischer Lichtbeobachtungen, also Schätzungen. Sie kennen angeblich die Größen von Planeten oder Gasriesen, Monstersonnen wie Betelgeuse und ganzen Galaxien, sogar Dichte, Temperaturen, Entfernungen, Rotationszeiten, ihre Monde und. Ja, sogar aus welchen Gasen, Stoffen oder vollständigen Zusammensetzungen sie bestehen könnten und ob Leben oder kein Leben möglich sein könnte. Die Liste ihrer Vorstellungskraft ist lang, besitzen jedoch nicht mal mehr als 0,2% Erdkernerkenntnis, also tatsächliches Wissen über den Aufbau des Planeten Erde, auf dem sie und wir leben. Also, was schätzt du jetzt, wie viel Prozent ihrer optischen Beobachtungen und Vermutungen im Welttraum tatsächlich der Realität entsprechen, wenn sie vom Aufbau und damit der inneren grundlegenden Funktion unserer Heimat Erde gerade mal 0,2% wissen? An dieser Stelle sprechen wir also das erste Mal wirklich von nachvollziehbarem Wissen. Und das ist eben ein sehr entscheidender Punkt, welcher im weiteren Verlauf mehr an Bedeutung gewinnt. Das bedeutet, sie wissen nichts über das Erdinnere, geschweige denn vom Inneren anderer Planeten, Sonnen etc. Davon wissen sie überhaupt nichts. Und trotzdem wollen sie uns aufgrund unwissenschaftlichen 0,2% Theorien erklären, was sich im Erdinneren abspielt oder wie die Erde grundlegend aufgebaut sein soll, wie die Erde überhaupt funktioniert, woher ihre Kräfte, der Magnetismus oder Temperaturen kommen. Ja, sie wollen dir mit diesem Wissen sogar weismachen, dass es einen menschengemachten Klimawandel geben soll. Das ist Wissenschaft, nicht wahr? Nein. Es sind Theorien, Glaubensphänomene und Vermutungen aufgrund Zahlenspielereien, erdachter Schreibtischformeln, als gleich unwissenschaftliche, erfundene, kosmologische Gesetze etc. Deine Gesetze. Also ein Aberglaube, ein Glaube an Aussagen deiner Autorität. Dein Gesetz.
Nichtsdestotrotz stehen diese 0,2% sogenanntes Wissen und astronomische Unwissenheit auf dem Lehrplan an sogenannten Lehrinstitutionen und Universitäten. Jene 0,2% angebliches Wissen über das Erdinnere entsprechen also deiner Realität, deinem Weltbild, welches man dir seit deiner Kindheit in dein Gehirn eingehämmert hat. 0,2% prägen somit den Wissens- und Informationsstand der gesamten Weltbevölkerung. Eine Zahl, welche ebenfalls auf das allgemeine Wissen und Verstehen der Dinge im Allgemeinen zutrifft. Ich schätze ebenfalls nicht mehr als 0,2% der Weltbevölkerung. Faktisch könnte man 0,2% ebenso mit der Astronomie im Allgemeinen gleichstellen, wenn überhaupt, denn nicht mehr und nicht weniger ihrer Behauptungen sind wissenschaftlich überprüfbar oder nachweisbar, geschweige denn belegbar. Bestenfalls die sichtbaren Bewegungen, nicht Entfernungen erdnaher Planeten, entsprechen im Ansatz der Wirklichkeit. Demnach bleiben sämtliche Beobachtungen der Physiker, Geologen und Astronomen, gleich ob im endlosen Traum, ich meine Raum, des Nichts oder nur wenige Kilometer unter deinen Füßen dieselben. Denn die sogenannten Beobachtungen, Vermutungen, Hochrechnungen und daraus resultierenden wissenschaftlichen Erkenntnisse sind keine. Wenn es in einer Tiefe von 12.262 Metern Temperaturen von rund 200 Grad herrschen, kann niemand vorhersagen, ob dies nur auf eine oder bis zu einer bestimmten Tiefe anzunehmen ist, ob es den Tiefen der Vulkane der oberen Erdkruste entspricht und schon gar nicht, ob sich jene Temperaturen bis zum Erdkern kontinuierlich erhöhen. Der Erdkern kann demnach genauso gut gegensätzlich eiskalt gefroren sein. Bevor man solche irreführenden Theorien als Gesetze und Wahrheit in Büchern manifestiert, muss ein nachvollziehbarer Richtigkeitsbeweis erbracht werden. Ist dies nicht der Fall, müssen zumindest immer Alternativen, wie zum Beispiel ein kalter Erdkern, erwähnt werden. Ist auch das nicht der Fall, spricht man von einem Dogma. Alternativen finden in einem religiösen Glauben gar keine Erwähnung, da der religiöse Weg immer in einer Einbahnstraße der Glaube an die Autorität mündet. Ohne jeden Zweifel hat diese Vorgehensweise System und folgt einem Muster, einer zielgesetzten Manipulation. Es ist eine Lehre der Unwissenheit durch den Manipulator. In diesem Kontext kann von Wissenschaft keine Rede mehr sein. Unwissenschaftlichkeit und Aberglaube dominieren die öffentliche Meinung. Ihre Annahmen waren und sind demnach nur falsch, logische Erkenntnisse bzw. mathematische Zahlenspielereien oder Wunschdenken. Zitat: Sogar Kopernikus hat geschrieben, niemand soll etwas als bestimmt richtig von der Astronomie erwarten. Die Annahme der Erdbewegung ist nur eine Annahme und nicht zu betrachten als absolute Wahrheit. An einer anderen Stelle sagt er, dass die Erdbewegung absurd sei und er sie nur angenommen hätte, da auch andere dieses vor ihm taten. Zitat Ende. Da auch andere vor ihm dieses taten. Ein Synonym für die Gegenwart oder das typische interessenlose Verhalten, den sogenannten gleichgeschalteten Zeitgeist. War halt immer schon so, sieht man doch überall, sagen doch alle Astronomen, ist doch längst bewiesen, sieht man doch ständig im Fernsehen und in Filmen, ist halt so, kann man nichts machen. Oder dann müssten ja so viele lügen. Ist das so? Stellst du solchen Personen Fragen wie: Hast du dich mit diesen Themen jemals intensiv beschäftigt? Steht ein dickes Fragezeichen auf der Stirn oder es folgen die typischen Ausreden. Zeit. Kurz gefasst, digitale Konsumgesellschaft. Einmal mehr mit der Pandemie, Smartphone, Konsum etc. vergleichen. Glaube vor Wissen. Wie schon Kopernikus sagte, niemand soll etwas als bestimmt richtig erwarten, können wir jetzt auf die unbewiesene Erdkerntheorie übertragen. Niemand wird jemals eine Messung von einem sogenannten Erdkern vornehmen können, da es physikalisch unmöglich ist. Ein glühender oder mit der Sonnenhitze zu vergleichender flüssiger Erdkern existiert nur in der Theorie. Mal davon abgesehen, dass der sogenannte Erdkern in 6000 Kilometer Tiefe eine Hitze vergleichbar mit der Sonne um die 5000 bis 7000 Grad Celsius oder je nach Experte auch mehr besitzen soll, wie sie sagen.
Theorien, Annahmen ohne jegliche Grundlage. Ein Aberglaube an die Aussagen der Autorität. Absurd trifft es wohl passender, wie der durch das Weltall schleudernde Highspeed-Ball. Nun könntest du mit dem typisch falsch erlernten Schuldogma gegenargumentieren. Zitat: Zur Folge solcher Vorstellungen macht man sich auch von der Weltmutter Erde ein falsches Bild und denkt sie wie eine Kugel mit feuerflüssigem Inhalt aus Eisen oder ungeheuerlichem Druck. Die Vulkane werden wie Ventile dieses Hexenkessels angesehen, dass die Erde nicht explodiert. Im Brockhaus werden die Vulkane wie folgt definiert: Feuerspeiende Berge durch Kanäle mit Magmaherden im Erdinnern in Verbindung stehende Erdstellen. Und über das Magma heißt es das glutflüssige Erdinnere. Siehe Bildsprache in den Beispielbildern. Es wird hier zwar nicht klar ausgesprochen, aber trotzdem der Eindruck erweckt, dass die Vulkane gewissermaßen die Ventile des glutflüssigen Hexenkessels im Erdinneren oder des Erdkerns darstellen. So, wie wir es Kinderbüchern und Lehrbüchern entnehmen können. Das ist leider auch die allgemeine irrtümliche Volksmeinung. Zitat: Kein Geophysiker konnte bislang erklären, woher die Hitze der Lava kommt. Die meisten Ideen und Vorstellungen über die Erde sind daher nach wie vor reine Fantasie. Aber viele Pseudowissenschaftler haben dafür und viele weitere Pseudotheorien Nobelpreise erhalten. Zitat Ende. Man weiß heute zweifelsfrei, dass die Vulkane mit dem angeblich glutflüssigen Erdinnern nicht das Geringste zu tun haben. Es sind Prozesse in den obersten Schichten der sogenannten Erdkruste um die 100 Kilometer Tiefe, die die Vulkane schufen. Hier der Hinweis zu den Temperaturen. Würde die Erde wie in der vorherigen Grafik, also aus ca. 99% glühender Masse und aus Temperaturen bestehen, welche der Sonnenoberfläche gleichen, wäre ein Leben, Wasser oder irgendetwas auf der Erde unmöglich. Auch darüber bitte mal eine Minute nachdenken, ob so etwas möglich wäre. Dessen sind sich Geologen und Wissenschaft auch bewusst. Trotzdem wird diese Lüge noch immer an Schulen oder modernen National Disney Geographic Mind Control Fernsehdokumentationen als die unvermeidliche Wahrheit gelehrt. Oft spricht man nur noch von großen Tiefen. Dennoch bleibt die Irreführung gleich. Es werden weltweit unwissenschaftliche Annahmen und Theorien von Dogmatikern, also Lehrern, gelehrt, welche dein Weltbild, das irrtümliche Weltbild der gesamten Menschheit, bestimmen sollen. Frage an dich: Wäre auf so einer Feuerkugel, sprich Sonne, überhaupt Leben möglich? Ist es Glaube oder Wissenschaft? Es ist ein Glaube an die Autorität. Zitat: Religion, Grundwissen, vorherige Kapitel. Weg von sich selbst. Oder ich binde meine Existenz an. Ergänzend an die Autorität. Herkunft des Wortes vom lateinischen religare, was zurückhalten, festbinden, am Vorankommen hindern bedeutet. Gleiches für verbinden, binden an die Gemeinschaft, in der römischen Religion, religio, Verpflichtung gegenüber den Göttern, Autorität. Beispielsweise bedeutet das Sanskritwort Dharma, das manchmal mit Religion übersetzt wird, auch Gesetz, kurz gesagt Glaube vor Wissen oder in einem Wort Aberglaube, eine Religion. Zitat: Maat bezeichnet ebenfalls das Prinzip der kosmologischen Ordnung. Nur dank der Maat geht die Sonne auf und nur dank ihr ist Leben möglich. Zitat Ende. Jedenfalls können wir mit Sicherheit sagen, dass die Tiefen der Vulkane 50 bis 100 Kilometer nicht überschreiten. Wenn aber die Vulkane mit dem angeblich glutflüssigen Erdinnern in Verbindung stünden, so ergäbe dies Ausbrüche, deren Gewalt über jedes Vorstellungsvermögen hinausginge. Zur imaginären Größenvorstellung wie eine Sonneneruption. Auch teilweise zu empfehlen Hans-Joachim Zillmer, Irrtümer der Erdgeschichte. Also nicht nur in der Theologie,
Ich meine, in der Theorie ist ein glühender Erdkern unmöglich, ebenso in der Realität. Mal davon abgesehen, dass Feuer, Glühen, Schmelzen, Brennen immer die Zufuhr von Sauerstoff benötigt. Auf einem rotierenden Ball mit rund 1666 km pro Stunde müssten alle schweren Massen wie Metall, Eisen-Nickelkern durch die Zentrifugalkraft ans Äußere der Kugel geschleudert werden. Naturgesetze. Die behauptete tägliche Umdrehung der Erde um ihre eigene Achse? Rotation? Fixpunkt im leeren Raum der drehenden Achse? Ist aus verschiedenen Gründen unmöglich. Wir finden Luft und Wasser, ferner alle Elemente mit leichterem spezifischem Gewicht auf der Erdoberfläche der Kruste. Das wäre bei einer rotierenden kopernikanischen, nach außen offenen, ohne Gehäuse feste Außenwand Erde ausgeschlossen. Die Zentrifugalkraft hätte längst alle schweren Metalle an die Oberfläche bzw. ohne Gehäuse in den Weltraum befördert. Zitat: Die Zentrifugalkraft ist eine nach außen gerichtete Kraft, die in einem rotierenden Bezugssystem auftritt. Luft und gerade das schwere Wasser, jedoch leichter als Metalle und Gestein, befänden sich bei einer rotierenden Erde innen mit Betonung Innenseite im Falle einer Drehung und Schwerkraft, unmöglich außen, sodass schon aus diesem Grunde ein Leben außen auf einer Kruste ausgeschlossen ist. Zur Eigenrotation kommen selbstverständlich noch zusätzlich die Zentrifugalkräfte der Erdbewegung um die Sonne etc. Astronomen müssen hierzu schon ihre berühmten Zauberformeln heranziehen. In der Realität gibt es ein solches Verhalten wie das, das der Erde zugeschrieben wird, nicht. Dazu später mehr. Auch möchte ich abermals anmerken, dass es nach wie vor keine einzige nachvollziehbar echte Aufnahme einer rotierenden, taumelnden Erde gibt. Ich kann es nicht oft genug betonen. Ebenso die wissenschaftliche Behauptung, Passate, also Ostwinde, würden die Erdrotation beweisen. Nach ihrer Ansicht entfliehen die Passate durch die Beharrung der Luft gegenüber der Erdrotation. Wenn etwas beharrt, dann ist es das diktatorische, astronomische Dogma der Astronomen, besonders eine Meinung nicht ändern wollen. Hier erhebt sich sofort die Frage, warum beharren die Ostwinde nicht bei der ca. 60 mal rascheren Bewegung der Erde um die Sonne? Warum löst sich die leichtere Luft nicht ab als Schweif? Wo wir doch gerade gelernt haben, dass die Gravitation mit der Entfernung abnehmen muss oder wie sie sagen, endlos ist. Eben darum braucht es die genannten Widersprüche in der Wissenschaft. Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, dass es der Unmöglichkeit entspricht. Warum ist nicht auf der Abendseite der Erde eine beständige Riesenflut? Das Wasser müsste doch erst recht Beharrungserscheinungen zeigen. Weshalb ist dann an den Polen Wasser? Die angebliche Rotation mit ca. 1666 km pro Stunde hätte doch längst alles Wasser der Erde am Äquator sammeln müssen. Andererseits hätte die infolge der Behaarung der Meere ständige Reibung, also der Widerstand, die Rotation der Erde unweigerlich längst zum Stillstand bringen müssen. Ihre Oberfläche wäre von den mehr oder weniger beharrenden Meeren so glatt wie eine Billardkugel poliert worden. Reibungskraft und so weiter. Das sind Naturgesetze. Wenn die Erde einst eine Gas- zu feuerflüssige Kugel rotierende flüssige Kugel im leeren Raum war, wenn sie die heutige Dichteverteilung zeigen würde, so könnte sie ebenfalls niemals rotiert haben. Und selbstverständlich auch heute nicht rotieren. Leider ist dies alles pure Täuschung, belehrt uns die Astronomie wie folgt. Erstens. Die Bewegung der Sterne entstehe durch eine Drehung der Erde um ihre nord-südliche Achse, obwohl noch nie ein Mensch etwas von dieser Drehbewegung wirklich gespürt hat. Zweitens, der Mond kreise als natürlicher Satellit um die Erde. Drittens, die Planeten wiederum, die haargenau dieselbe Bewegung vollführen, kreisen in Wirklichkeit um die Sonne. Viertens, die als sogenannter Fixstern das Zentralgestirn für das ganze System sei. Und fünftens kreise die Erde ebenfalls als Planet um die Sonne. Halten wir also fest,
Für ein und dieselbe täglich zu beobachtende Bewegung, ein Kreisen von Osten nach Westen, gibt die Astronomie nicht weniger als 5 verschiedene Erklärungen, die, soweit sie die Erde, die Sonne und die Fixsterne betreffen, der sichtbaren Realität diametral gegenüberstehen und sie zur glatten Täuschung deklassieren. Das führt unter anderem dazu, dass die einfache Ost-West-Bewegung des Mondes in nicht weniger als 3 Komponenten aufgelöst wird. Erstens die Drehung der Erde um ihre Achse, zweitens die Bewegung der Erde um die Sonne und drittens die wirkliche Bewegung des Mondes auf seiner Umlaufbahn um die Erde von West nach Ost. Das scheint uns zumindest unnötig kompliziert zu sein und wir befinden uns in der glücklichen Lage, eine einfache, aber dennoch hieb- und stichfeste Erklärung für die Bewegung der Himmelskörper geben zu können, aber eins nach dem anderen. Nach kopernikanischer Theorie ist es lediglich die Beharrung, die den Erdplaneten in Rotation halten soll. Die Kraft der entgegenwirkenden Meeresfluten hätten diese Rotation längst zum Stillstand gebracht, weil die bremsende Kraft der Flut, Reibungswiderstand, die Rotationskraft aufzehren würde. Zumal das Weltall ja gar nicht so leer sein soll, wie sie behaupten. Widerstand. Denn sobald sich im All irgendeine Form von Widerstand in Form von Staub oder Gasen oder Ähnlichem befindet, kommt es unweigerlich zum Reibungswiderstand, Umwandlung von Energie, was einen Stillstand der Erdrotation zur Folge hätte. Dazu gleich mehr. Jedes Fahrzeug, jeder bewegte Körper etc. wird ohne Kraftzufuhr binnen kürzester Zeit durch den Luft- und Reibungswiderstand zum Stillstand gebracht. Da helfen auch die neuesten, überteuerten Klima-Michelin-Reifen nichts. Weswegen Raketen immer Treibstoff und Nachschub benötigen, um eine konstante Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Und das gilt ebenfalls im sogenannten Weltall, wenn es möglich wäre. Ohne Treibstoff, Energie, keine Bewegung möglich. Auch nicht im Weltall. Einmal kurz die Rakete im Weltall zünden und endlos lang dahin gleiten, ohne Widerstand, ohne erneute Energieaufwendung. So etwas gibt es nur in Kindermärchenbüchern, bei der NASA oder bei Star Trek. Der Energieerhaltungssatz Verlust von Energie nicht möglich, nur Umwandlung von Energie, kann die Rotation der Erde durch Beharrung und trotz Widerstand im Weltall auch nicht erklären. Einzig imaginäre Zauberformeln. Ebenso unmöglich ist es, Energie zu erzeugen. Mit der umgangssprachlichen Energieerzeugung ist vielmehr die Umwandlung vorhandener Energie in eine für den Menschen nutzbare Form, meist elektrische Energie, gemeint. Auch dass die Erde sich mal schneller oder mal langsamer drehen soll, ist absoluter Nonsens und widerspricht abermals ihren eigenen Theorien. Woher sollte die Erde die Kraft nach einer Abbremsung nehmen, um wieder schneller zu rotieren? Das widerspricht ebenfalls der Beharrung. Die Gravitationstheorie kann dies nicht erklären, da sie sich sonst einmal mehr selbst widerlegt.